Hallo zusammen, hier ist der Dr. Berg von Dr. Berg Tiernahrung und schönes Wetter heute, habe ich euch mal mit rausgenommen in die Natur. Ich möchte euch was erzählen zu Superfood. Superfood ist ja ein populärer Begriff und da gibt es eigentlich eine ganz eindeutige wissenschaftliche Meinung zu. Superfood gibt es gar nicht. Wenn ich ein Tierfutter machen will, ein Hundefutter, ein Katzenfutter, dann gibt es ja oft das Problem, dass ich dass die Hersteller da irgendwas reinmachen wollen, dass ihr dann sagt, jawohl, super, an dem mache ich das fest, deswegen kaufe ich das Futter. So. Und da hat sich irgendein Marketing-Mensch den Begriff Superfood ausgedacht. Und genau das ist es, was ich euch sagen will. Superfood, das war jemand aus der Marketingabteilung, der hat sich diesen Begriff ausgedacht. Das ist ein Marketingbegriff, ein Begriff aus der Werbung. Der soll euch suggerieren, dass das super ist, dass es ganz was Tolles ist, was ihr da reinmacht. Und jedes Mal, wenn ich den Begriff höre, fällt mir eine Geschichte ein aus meiner Kindheit. Und zwar war ich als Kind mit meiner Schwester zusammen, mit meinen Eltern, oft bei meiner Oma, bei meinem Opa. So. Die hatten einen Garten. Vorne dran stand ein riesengroßer Kirschbaum. Und hinten im Garten hatten die ganz viele Sträucher mit Früchten. Brombeeren zum Beispiel, Stachelbeeren. So, das waren so die Sachen, die da wuchsen. Johannisbeeren hatten die, glaube ich, auch. Schwarze Johannisbeeren vor allem. Und da saßen wir dann eben als Kinder und haben diese Früchte vom Baum gepflückt. Und meine Großeltern haben diese Sachen nicht gespritzt. Die haben die einfach gegossen mit Regenwasser, weil das dann irgendwie weicher war oder was weiß ich. So. Und die haben das einfach nur gegossen und dann sind die in richtiger Erde so vor sich hin gewachsen, diese Büsche. Und wir saßen da, haben das gegessen. So. Und heute höre ich irgendwie, oh, das ist Superfood. Das sind irgendwelche ganz besonderen Beeren aus dem südamerikanischen Regenwald. Acai-Beeren oder Chia-Samen, was weiß ich. Und es wird immer so getan, als wäre das sowas Gutes und als hätten wir hier nicht genauso gute Sachen. Und ich denke mir dann immer, was? Irgendeine Frucht aus dem Regenwald soll besser sein als, gerade ein Radlfahrer vorbeigefahren, soll besser sein als die Stachelbeeren und die Brombeeren, die ich von meiner Oma auf dem Strauch gegessen habe. Und es ist auch nicht so. Genau das sagt die Wissenschaft. Diese Inhaltsstoffe, die da drin sind, ja, da sind irgendwie Stoffe drin, die antientzündlich wirken. Da sind irgendwelche Gerbstoffe drin, also so Bitterstoffe. Da sind irgendwelche antioxidativ wirkenden Stoffe drin, also die irgendwelche schädlichen freien Radikale zum Beispiel abfangen. Aber genau das ist genau in den Früchten drin, die wir hier bei uns zu Hause haben im Garten. Ja, das ist, wenn du eine Heidelbeere isst zum Beispiel, die ist auch nicht so wahnsinnig süß, die hat auch mehr so einen leicht säuerlichen Geschmack noch. Eine Brombeere genauso, eine schwarze Johannisbeere, das sind diese dunklen Beeren, die haben genauso gute Inhaltsstoffe. Chiasamen sind auch nicht besser als Leinsamen, die wir hier haben. Da sind auch ganz viele Omega-3-Fettsäuren drin. Das sind auch gute Rohfasern. Da braucht ihr euch überhaupt nicht irre machen lassen und irgendwie erzählen lassen, dass irgendwelches teure Zeug, was irgendwo herkommt, einen besseren Nutzen hat als das Zeug, was wir hier haben. Das ist nicht wahr. Wichtig ist, dass die Rohstoffe so zusammengestellt sind, dass alle Nährstoffe drin sind. Und ob die dann aus der Kartoffel kommen oder aus welchem Fleisch auch immer, das ist erst in zweiter Linie interessant. Lasst euch nicht oder macht eure Kaufentscheidung für ein Futter nicht davon abhängig, ob da Superfood drin ist oder nicht. Superfood gibt es nicht. Wir haben dieselben Inhaltsstoffe bei uns in den Beeren, die drin sind, oder in den Samen, die drin sind. Das ist genauso gut und teilweise sogar noch weniger schadstoffbelastet.
und günstiger als die Sachen, die von irgendwo herkommen. Und jetzt essen wir mal eine. So, die wachsen nämlich hier bei uns einfach. Schaut mal her. Seht ihr das? Die wachsen bei uns einfach so. Ups, der ganze Zweig mit abgegangen. Säuerlich. Gut. Okay. Nicht auf Marketing-Sprüche hören. Ein Futter aussuchen, das gut zusammengestellt ist und euch nicht blenden lassen von irgendwelchen Werbeaussagen, die keinen beweisbaren, wissenschaftlich beweisbaren Nutzen haben. Okay? Macht's gut. Wir sehen uns spätestens nächsten Donnerstag zum neuen Video. Euer Dr. Gregor Berg.